18 Monaten bin ich wieder hier auf dem Flughafen Leipzig-Halle und es soll wieder in Richtung Ägypten gehen. Mal sehen, was sich in der ganzen Zeit alles verändert hat. Die Condor fliegt seit dem 26. Juli wieder von Leipzig-Halle nach Hurghada. Entsprechend der Sicherheitslage und der Einstufung Ägypten als Hochrisikogebiet stattete ich mich mit entsprechenden Desinfektionsspray, Sicherheitsmasken und so weiter aus, damit ich dort vor Ort allen den Ansprüchen genügen konnte, die uns vom RKI hier vorgegeben wurden. Der Flughafen von Hurghada war relativ leer und was mir auffiel war, dass es hauptsächlich Russen und Weißrussen waren, die ans Rote Meer gefahren sind. Mein Taxifahrer Ali wartete auf der Außenseite auf mich, aber wir hielten Distanz. Er trug natürlich auch eine Maske, aber die Maske schien mir wie selbst gemacht und er bestätigte auch später, dass ihm das Geld fehlt, die Masken in einem Laden oder in der Apotheke zu kaufen. Egal wie sich die Ägypter auch verhalten mögen, offiziell ist angewiesen, dass in öffentlichen Räumen, in Hotels, auf jeden Fall auf Flughäfen immer Maskenpflicht besteht. Wie immer ist der Gastraum leer und es gibt eigentlich keine Probleme. Lediglich das am Buffet, es ist zwar alles abgedeckt, aber jeder sich seine Ware selbst holen kann, ob mit oder ohne Maske. Das Frühstück ist vielseitig und man kann sich wirklich nicht beschweren. Es ist alles ordnungsgemäß abgedeckt, sauber und in einem akkuraten Zustand. Also einen Unterschied zu früher stelle ich nicht fest. Es gibt einige Sachen, mit denen muss man leben. Zum Beispiel habe ich niemals gesehen, dass mit Desinfektionsmittel irgendwelche Knöpfe im Hotel beispielsweise abgewischt wurden oder irgendwelche Türgriffe oder was auch immer. Kurios ist auch im Fahrstuhl, dass festgelegt wird 2 Meter Abstand, obwohl der Fahrstuhl nur eine Länge von 1,50 Meter aufweist. Das Ausbleiben der Gäste hat natürlich dramatische Folgen auch auf die Nebengewerke. Also wie man sieht, früher waren hier alles voller Taxis und Pferdekutschen, keine Pferdekutsche mehr. Und bei den Taxen sieht es auch nicht viel anders aus. Und auch die Geschäfte, die hier an der Seite einst waren, da war eine kleine Bank, da war ein Juweliergeschäft, da gab es einen Souvenirshop, da gab es ein Geschäft mit Mode. Und wenn man sieht, alles ist geschlossen. Hier sieht man noch, es war mal ein Juweliergeschäft und hier gab es also Accessoires und man sieht es an dem Hotel entlang. Nicht ein Laden ist mehr offen. Wenn also die Touristen ausbleiben, ist es nicht nur eine Frage für die Hotels, sondern es gibt sicher Tausende von Arbeitsplätzen, die damit ebenso gefährdet sind oder ganz vernichtet werden. Die Straßen sind leer und ach, jetzt sehe ich da hinten gerade eine Kalesche, aber das ist wirklich ein Ausnahmefall. Und nun folgen Aufnahmen aus der Stadt Luxor, die ich nicht weiter kommentieren brauche, denn sie sprechen für sich selbst. Das ist das tägliche Leben in der Stadt. Wie sich die Zeiten gleichen. Und wieder einmal ist Ali beim Einkaufen. Er hat mir gerade gesagt, dass er bereits dabei ist, Land zu verkaufen, weil die Touristen ausbleiben, er nichts verdient und die Familie leben muss. Also wird jetzt sozusagen das Tafelsilber
auch noch unter die Leute gebracht. Und der, der vor ein paar Jahren sich noch Land dazu gekauft hat, um für schlechte Zeiten etwas zu haben, muss jetzt zu günstigen Preisen dieses Land wieder verkaufen, damit die Familie was zu leben hat. Es hat sich nichts geändert und Corona hat diese Menschen noch weiter in den Abgrund gerissen. Er hat zu mir gesagt, er freut sich so sehr, dass er heute mal mit Geld von mir einkaufen gehen kann. Und er bringt für die Familie Obst und Gemüse, das sie sich sonst nicht leisten können. Das ist mein guter Ali, dem jedes Mal ein paar Zähne mehr fehlen. Unverhoffterweise erlebe ich, wie die Vorbereitung für eine Hochzeit durchgeführt wird, indem Fotos schon im Vorfeld gemacht werden, damit man dann die Gäste mit einem Fotoalbum beglücken kann. Es heißt immer, Brautleute bringen Glück. Und ich habe schon durch Zufall gesehen, dass gestern schon Fotos für die Brautleute gemacht wurden. Und es ist natürlich in Ägypten gang und gäbe, dass man das über mehrere Tage hinweg macht. Brautbilder an und für sich sind immer die reinsten Filme, die reinsten Liebesfilme. Also es gibt dann dazu einen Regisseur, der steht hier zum Beispiel, und der sagt dann ganz genau, was sie machen müssen. Jetzt müsst ihr lächeln, jetzt müsst ihr einen Schritt zur Seite treten und, damit auch ja alles wie im Drehbuch abläuft. Und die Braut steht natürlich im Mittelpunkt, mit ihrem Allerliebsten, und die Bilder werden dann auf CD gebrannt und in der ganzen Familie herumgezeigt. Und in der Zwischenzeit ist die Brautjungfer eingetroffen, und die ist natürlich so eine Art Influencerin. Die setzt sich in alle möglichen Posen und fotografiert sich, und sie trägt einen Blumenstrauß, und der muss natürlich genau zur richtigen Zeit dann auch der Braut übergeben werden, und die Kleidung, die sie trägt, ist natürlich wunderschön rot. Das ist der herrliche Kontrast. Das ist der herrliche Kontrast zu dem Brautkleid, was die Braut trägt. Und jetzt betrachtet sie ihre selbstgemachten Fotos und ist natürlich ganz happy darüber, wie schön sie getroffen ist. Und der Blumenstrauß, der kann sich auch sehen lassen. Nach und nach treffen jetzt auch alle Statisten ein, und das kann also wirklich über 3 bis 4 Tage gehen, weil das alles bestimmte Situationen sind. Einmal im Abendrot, einmal bei vollem Sonnenschein, und jetzt kommt der Regisseur persönlich und macht mir auch noch ein paar Fotos. بص عليه بص عليه بص عليه انتوا الاثنين
Ja, und jetzt kommt die Szene, wo nochmal ein bisschen nachgerückt wird. Und dann gibt es den Blumenstrauß und dann müssen wir alle in Position setzen und Make-up wird nachgezogen. Und dann kommen die entscheidenden Bilder. Allerdings habe ich noch nie gesehen, dass der Bräutigam auf die Knie fällt und die Braut um die Hand bittet, sondern das läuft eigentlich wirklich wie im Drehbuch ab, als wenn sie schon verheiratet werden. Und wenn jetzt alles perfekt ist, dann kommt auch noch die Felucca im Hintergrund. Die ist allerdings nicht bestellt, das ist reiner Zufall. Aber das würde natürlich das Hochzeitsfoto noch perfekt machen. Segel in eine gute Zukunft. Also wie man sehen kann, kommen immer mehr Leute zusammen und das wird auch immer interessanter. Und das geht also bis in die Dunkelheit weiter. Und alle, die mit der Hochzeit irgendwas zu tun haben, bis hin zur Schwiegermutter, tauchen eigentlich so nach und nach auf. Die kommen zwar nicht immer mit aufs Bild, aber irgendwie sind die im Hintergrund und halten da sozusagen die Daumen, dass auch ja alles mit den Fotos und den Videos klappt. In Deutschland wäre man vielleicht beleidigt, wenn Fremde so einen denkwürdigen Moment mitfilmen. In Ägypten ist es eine ganz andere Geschichte. Da sind alle fröhlich und lachen und winken und sind eigentlich sehr glücklich, dass es Zuschauer gibt, die diesen Moment mitgenießen. Na, wie ich schon sagte, jetzt sind nur die nächsten Brautjungfern eingetroffen und so wird sich der ganze Abend füllen. Eine Person mehr, die nächste Person, eine Person mehr. Und das kann stundenlang dauern und wenn es dunkel wird, werden die Scheinwerfer eingeschaltet und die ganze Sache geht weiter. Also, ich wünsche dem Brautpaar noch einen schönen Abend. Bye, bye. Und nun noch ein paar Worte zu Corona. Während ich diese Aufnahmen hier gemacht habe, da habe ich mindestens 5 Handys in die Hand gekriegt haben. Alle sind ohne Maske. Ich natürlich auch, weil ich hier im Freien sitze und denke, ich sitze für mich allein. Dann kommt die ganze Hochzeitsgesellschaft und hast du nicht gesehen. Jeder drückt mir das Handy in die Hand und fragt mich, ob ich denn mal ein paar Fotos für ihn machen kann oder für sie machen kann. Tja, das ist Distanzregelung in Ägypten. Wenn alle glücklich zufrieden sind und nicht geimpft. Aber ich denke mal, vielleicht sind wir auch in Deutschland manchmal zu ängstlich. Ich habe hier niemanden gesehen, der ängstlich war. Und alle waren eigentlich irgendwie happy, dass er da 24 Stunden hat und dass die Sonne scheint. Und bei, ich sage das heute schon mal, 42 Grad Außentemperatur, weiß ich nicht, ob die Ansteckung sich schneller oder geringer verbreitet. So, nun ist aber wirklich Schluss. Selbstredend sind natürlich auch die Tempel relativ schlecht besucht. Und gäbe es nicht den Shuttle-Verkehr, der die Touristen vom Roten Meer nach Luxor bringt, wären wohl die Tempel nur von Einheimischen besucht. Ich schätze ein, dass im Großen und Ganzen die Ägypter sich der Gefahren durch Covid-19 bewusst sind und sie verhalten sich entsprechend ihrem eigenen Standpunkt zu dieser Problematik. Es ist mir nicht zu Ohren gekommen, abgesehen von der Ausgangssperre, die sich zu Beginn des vergangenen Jahres über das ganze Land erstreckte, dass die Regierung heute weitere Maßnahmen eingeleitet hat, um das Verhalten der Menschen zu regeln. Es muss eben jeder sich der Schuld bewusst sein, der Gefahr bewusst sein und das tun, was er für richtig hält. Und damit leben die Ägypter eigentlich recht gut. Also, um die Sache mal zusammenzufassen, mein Taxifahrer erzählte mir, in Ägypten wird jeder kostenlos geimpft, aber da der Impfstoff aus China kommt und nicht in genügender Menge vorhanden ist, muss er warten, bis er vom Krankenhaus angerufen wird und dann erhält er einen Termin für die Impfung. Es ist ein Medikament, wo man auch zweimal geimpft werden muss und wann er die erste kriegt, weiß er nicht und wann die zweite kommt, weiß er gleich gar nicht. Durchgeimpft ist die Armee, die Polizei und auf dem Flughafen. Das ist soweit also der Stand. Und ich habe mich die ganze Zeit in Ägypten nicht 5 Minuten in irgendeiner Form unsicher gefühlt. Und es ist etwa wie in Deutschland. Viele tragen eine Maske, andere nicht. Damit hatte ich das Gefühl, eigentlich fast beinahe wie in Deutschland zu sein.
Ich habe beim Abschied Ali die Desinfektionsmittel dagelassen. Ich habe ihm auch Masken dagelassen. Und er hat sich darüber sehr gefreut. Tja, und dann wünsche ich nur alles Gute, dass keiner krank wird und dass wir uns bald gesund wiedersehen.